Viele Menschen, auch viele Christen, wünschen sich den Segen Gottes in ihrem Leben. Sie wünschen seine Versorgung, seine Gaben, seine Hilfe. Und sie wundern sich, warum das irgendwie wie blockiert ist, warum das nicht durchkommt, warum die Segnungen Gottes in ihrem Leben wie abgeschnitten sind. Nun, es gibt natürlich zahlreiche Dinge, die dafür verantwortlich sind, wenn die Segnungen Gottes in unserem Leben nicht durchbrechen. Aber einer der Punkte, der den Segen Gottes in unserem Leben abhält, ist, wenn wir nicht gemäß der göttlichen Ordnung leben, sondern wenn unser Leben in Unordnung ist. Wenn wir Dinge in unserem Leben tun, die gemäß den Vorschriften der Bibel nicht okay sind, nicht in Ordnung sind. Das sind Dinge beispielsweise wie Gewohnheiten, die wir einfach nicht lassen und von denen wir wissen, dass wir sie sein lassen sollten. Beispielsweise über andere Leute zu tratschen, über sie herzuziehen, andere schlecht zu machen, andere zu mobben. Das sind Dinge, wo wir beispielsweise nicht gemäß den biblischen Vorgaben leben. Zum Beispiel, wenn wir in einer nicht ehelichen Beziehung zusammenleben. Das ist nicht okay. Du schneidest damit den Segen Gottes für dein Leben in einer gewissen Weise ab. Oder indem du in einer bewussten Sünde lebst, die du einfach, obwohl du weißt, dass sie nicht okay ist, in deinem Leben immer wieder akzeptierst. Indem du deine Zeit sinnlos vergeudest, anstatt sie für das Wort Gottes einzusetzen oder dich mit dem Wort Gottes zu füllen. Indem du beispielsweise dich unendlich mit Fernsehen abfüllen lässt oder von mir aus auch mit Internet, anstatt die Gegenwart Gottes zu suchen und so weiter und so weiter. Dinge, wo du eigentlich weißt in deinem inneren Menschen, ich müsste das justieren, ich müsste das ändern. Und du tust es nicht und dadurch lebst du in einer gewissen Weise in Unordnung. Und wenn dein Leben in Unordnung ist, dann schneidest du automatisch den Segen des Herrn ab, der von sich sagt, ich bin ein Gott der Ordnung. Weißt du, Paulus betet in einer wunderbaren Passage für die Gemeinde in Kolossä. Und da heißt es, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Das ist es, was diese Gemeinde ausmachen soll. Sie soll des Herrn würdig wandeln. Das gilt für dich. Du sollst dein Leben so leben, dass du würdig wandelst als Christ, als Kind Gottes, als Nachfolger Jesu. Es heißt, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Ich möchte dich einladen, wirklich darüber nachzudenken und dir vom Herrn zeigen zu lassen, wo Dinge in deinem Leben in Unordnung sind. Und dir zeigen zu lassen, wo du das fein justieren kannst, damit du wirklich ein Leben in der Ordnung Gottes leben kannst. Ich glaube, Gott hat mehr für dich.